Willkommen auf meinem YouTube-Kanal rund um den neuen Ford Focus MK4. Im heutigen Video geht es um die Zigarettenanzünderbuchsen. Wir haben vorne eine, wir haben hinten eine und dort haben wir das ein oder andere Gadget entsprechend angeschlossen. Und standardmäßig ist es so, dass laut Benutzerhandbuch diese Buchsen, nachdem das Auto abgestellt wurde und der Motor ausgeschaltet worden ist, nach 45 Minuten automatisch ausgeschaltet werden. Und wir wollen das Ganze entsprechend abändern, damit es nach unseren Bedürfnissen ausgeschaltet wird. Falls euch solche und andere Themen interessieren, abonniert meinen Kanal, es ist komplett kostenlos für euch. Also, was brauchen wir? Wie immer die Forescan-Software. Also, los geht's. Wir verbinden uns mit der Forescan-Software, mit unserem Auto, gehen dann auf das BCM-Modul und suchen hier oben nach Power. Und wir finden den Punkt PowerPoint Timeout in Sekunden. Hier steht normalerweise ein anderer Wert drin. Ich habe schon ein bisschen rumgespielt. Bei mir steht jetzt aktuell 30 Sekunden drin und diesen Wert ändere ich jetzt ab auf 15 Sekunden. Nachdem ich den abgeändert habe, drücke ich auf Write, speichere also den Wert in das BCM-Modul ein und damit ist die Sache auch schon fertig. Jetzt ist es so, dass sobald ich mein Auto ausschalte und rausgehe, dann wird diese Buchse nach 15 Sekunden einfach ausgeschaltet. Habt ihr also ein Gadget drin, das ihr länger oder kürzer entsprechend ja, bespaßen wollt, auch wenn das Auto ausgeschaltet ist, könnt ihr das in diesem Punkt explizit einstellen, mit einem Wert bzw. in Sekunden ausgedrückt. Das war's zu dieser einfachen, aber doch wirkungsvollen Änderung. Wie immer, ich wünsche euch einen schönen Tag, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao!